Ubisoft. UbiArt Framework. Ubisoft Presents. Rayman Origins. Ja, servus und willkommen zu diesem neuen Projekt. Ein Spiel, Rayman Origins, was ich schon längere Zeit Let's Playen wollte, aber es einfach zeitlich nicht geschafft habe, wegen Minecraft und wegen World of Warcraft. Und einfach, ja, weil die Zeit immer sehr, sehr knapp bemessen ist. Aber jetzt, wo Minecraft beendet ist, habe ich endlich Zeit dafür. Und ja, den offiziell vierten Teil der Rayman-Reihe. Blind wird das hier sein. Also ich habe das Spiel nur mal angetestet. Ich habe das erste Level mal gespielt, um zu gucken, ja, mit wie viel Frames ich aufnehmen muss, dass das hier flüssig läuft und wie es halt dann ja, mit der Dateigröße etc. ausschaut und halt mit der Lautstärke, dass hier alles passt. Den ersten Teil habe ich damals auf der PlayStation gespielt, das war irgendwann Mitte der 90er Jahre, aber ich habe absolut keine Ahnung mehr von der Story oder sonst irgendwas. Wie gesagt, Blind, und ich würde sagen, bevor ich hier noch ewig rumquatsche, starten wir einfach mal. Dieses Spiel speichert an bestimmten Punkten automatisch, schaltet den Strom nicht aus, während dieses Symbol angezeigt wird. Alles klar, so ein lustiges Gesicht, dann dürfen wir den Strom nicht ausschalten. Mache ich eh nicht, außer ich habe einen Stromausfall oder so. Ja, neues Spiel. Hui, da unten rechts war das Gesicht, glaube ich. Wunderbar, schauen wir uns mal das Intro an. Okay, ein idyllischer Dschungel, so wie es ausschaut. Seifenblasen. Okay. Hört sich an wie ein Beat. Und da war auch schon Rayman. Und ein wenig Scratchen auf dem Bauch, sehr schön. Ja, ein geiler Beat und die lassen sich's hier gut gehen. Und wir sind in der Unterwelt, so wie es ausschaut. Ein altes Ehepaar und vor allen Dingen eine alte Omi, okay. Die scheint ein bisschen ein Problem mit der Musik zu haben. Ja, das war's wohl. Party ist zu Ende. Nein, sie geht weiter, sehr schön. Sehr, sehr gut. Und die Oma tickt, glaube ich, gleich richtig aus. Ja, da flippt sie aus. Und scheint da irgendwas in so ein Rohr reinzuschmeißen. Das kommt wahrscheinlich oben raus. Hat den Kopf von ihrem Ehemann auch erwischt. Okay. Oh! Ja, Chaos oder was? Okay, alle sind voll verstört. Und die Oma ist an der Oberfläche. Yay, Rayman und seine Freunde kloppen sich gerade mit der Oma. Oder? Ja, sieht ganz danach aus. Und fuck, wir sind in Käfigen gelandet, oder wie? Okay. Dann heißt es wohl erstmal hier rauskommen. Ja, tatsächlich, unser Freund mit dem Bart, der vorhin diese Seifenblasen gemacht hat. Ah ja, das ging easy. Alles klar. Ja, wir können hier rumlaufen. Wir können auch hier unseren Freund befreien. Hey, du klatschfideler Held. Sieht so aus, als ob der alte Meister wieder mal Blasen spuckt. Völlig durchgeknallt, der Kerl. Wir werden diesmal viele Elektroons brauchen, um ihn wieder in Schuss zu bringen. Alles klar, diese Gesichter, die müssen wir ja aufsammeln. Gibt irgendwie 200 Schieß mich tot von denen. Also man kann das Spiel quasi auch zu 100% durchspielen, indem man alle diese Gesichter sammelt und man muss noch irgendwie 10 Kristalle sammeln. Keine Ahnung, wie man die bekommt. Wie gesagt, das ist hier vollkommen blind. Ja. Können wir noch irgendwas hier machen? Nee, gehen wir mal erstmal nach links. So, alles klar. Mal gucken, was es hier noch zu entdecken gibt. Hier scheint es nichts zu geben. Okay. Na, endlich ist mal was los auf der Lichtung. Durch dein Gesäge hast du scheinbar die wandelnden Seelen zum Leben erweckt. Gute Arbeit. Der raue Typ, mit dem der Sense dort... What? Mit der Sense wahrscheinlich. Egal, der raue Typ mit der Sense dort bewacht den Weg ins Land der wandelnden Seelen. Der alte Dickschädel ist ziemlich eitel, weißt du? Verpass ihm ein paar strahlend weiße Schädelzähne wie diese hier. Die sind aber rot und er lässt sich in die finsteren Gefilde. Alles klar? Gut, der labert wieder das Gleiche. Das heißt, wir müssen scheinbar ein bisschen was sammeln, bevor wir da links durch dürfen. Lalala. Einmal vorbei.
Und ich glaube, jetzt geht's auch schon los, zurück zur Lichtung der Träume. Alles klar. Also das Gebiet, wo wir uns hier aufhalten, ist scheinbar, die Lichtung der Träume. Und die Oma hat hier irgendwie gerade ein bisschen Stress gemacht und ich glaube, hier ist gerade ein bisschen was aus dem Ruder geraten. Ich würde sagen, wir gehen mal ins erste Level, Lichtendes Dickicht. Beziehungsweise scheint das die erste Welt zu sein. Okay, das ist dann quasi, ja, der reinste Urwald. Level 1.1. Ja, tatsächlich, der reinste Urwald. Dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, ich habe das hier kurz mal angetestet, um zu gucken, ob ich mit der Steuerung klarkomme und ob das von der Lautstärke her passt. Wir müssen, seht ihr links oben unseren Rayman und darunter diese, ja, lustigen, geflügelten Viecher, wo jetzt gerade eine Null steht. Die Viecher müssen wir einsammeln. Und je nachdem, wie viel wir von denen eingesammelt haben, lass mich raus! Oh, hallo, Schätzchen, wer bist du denn? Es könnte sein, dass das Raymans Freundin ist, ich habe keine Ahnung. Der Hintergrund auch wunderschön gestaltet, das seht ihr. Werde ich mir ab und zu mal angucken, weil wir haben hier absolut kein Time Limit. Ich werde wohl schauen, dass die Folgen zwischen 15 und 20 Minuten lang werden. Exakt irgendwas einhalten werde ich wahrscheinlich nicht können, einfach weil ich in den Leveln sicher auch mal abfailen werde, wie sonst was. Weil die Steuerung ist doch ein wenig hakelig, beziehungsweise man muss sich dran gewöhnen, um hier damit klarzukommen. Und ja, dementsprechend zwischen 15 und 20 Minuten werden die Folgen, denke ich, dauern. So wie es ausschaut und ich das bisher auf YouTube gesehen habe, werden das ungefähr 30 Folgen werden. Ich hoffe mal, dass wir das auch in der Zeit schaffen und nicht extrem viel länger brauchen werden. Aber wenn ich jetzt hier ewig rumquatsche, dann wird das definitiv nichts. Okay, hier kracht schon so ein bisschen was zusammen. Schauen wir mal, das Ding können wir einsammeln. Das gibt jetzt gleich so ein paar Gesichter. Genau, 25 Stück waren das. Wunderbar. Gehen wir mal hier runter und jetzt warten wir mal. Also da werden wir definitiv zerquetscht. Da sollten wir vorsichtig sein. Okay. Und da konnten wir tatsächlich die drei einsammeln. Und aus diesen Pflanzen hier kommt jeweils immer irgendwas raus. So, hat tatsächlich hingehauen. Hoppala, darf ich da bitte auch hoch? Alles klar. Und die Viecher hier müssen wir auch kaputt machen. Dann gibt es auch noch... Hallo, ich würde gerne da so hin. Also, ihr seht da schon die... Die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Da haben wir jetzt, glaube ich, ein, zwei von diesen lustigen Gesichtern verpasst. Aber ich hoffe, das kriegen wir einfach hin. Bam, 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 bam. Das ist ja süß. Okay, das hat ihn gehauen. Und Surftour, yeah. Alles klar, da unten scheint es ein bisschen Aua zu geben. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zerquetscht werden. Ah ja, diese zwei Pickel auf seinem Kopf, die haben ihn scheinbar unten gehalten. Jetzt kommen wir hier definitiv rein. Müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht zerquetscht werden. Da hinten kommen wir nicht hin, oder? Nee, da kommen wir nicht hin, alles klar. Schauen wir mal rein. Gehen wir mal zu unserer Freundin. Pam! Bravo! Oh, hallo, Schätzchen. Die hat ja kaum was an. Eieiei. Ja, da lächelt Rayman, da ist er happy. Kraft zum Angriff! Ja, Rayman freut sich. Alles klar. Drücke einmal X-Taste, um anzugreifen. Okay. Ah ja, so einen Faustschlag können wir jetzt scheinbar. Die Dinger können wir hier kaputt machen, alles klar. Und dieser kleine Miniboss hier scheint erstmal, tot zu sein. Schauen wir mal, dass wir hier reinkommen. In der Tat, alles klar. Und weiter geht's mit dem nächsten Part. Oh, da haben wir die Oma. Und da konnten wir sie schon wegklatschen. Alles klar, wir müssen schauen, dass wir möglichst alles kaputt machen, damit wir möglichst viele von diesen kleinen Gesichtern bekommen. Je mehr wir von denen bekommen, umso mehr von den anderen lila Gesichtern gibt es nämlich ganz zum Schluss vom Level. Und wenn wir hier irgendwie mal 100% machen wollen, weiß ich nicht, ob ich das packe. Wie gesagt, das ist hier blind und dementsprechend werde ich mich da jetzt definitiv nicht irgendwie abhetzen, hier 100% zu schaffen. Ich werde natürlich schauen, dass ich möglichst viel mitnehme, aber die Priorität ist jetzt einfach mal das Spiel zu beenden. Und ja, mal gucken. So, was haben wir hier? Hier haben wir so ein paar von diesen Gesichtern und da müssen wir schnell sein, ihr seht das. Ja, und das ist jetzt quasi... das war jetzt blöd. Warum bin ich denn da hängen geblieben? Das da unten schaut gefährlich aus. Hauen wir hier mal dagegen. Alles klar, das hat alles aufgefressen. Was können wir hier mitmachen? Ah ja, damit ist Oma weg. Alles klar. Wir können ins Wasser fallen. Da wird, denke ich, später noch irgendwas mit Lava oder so kommen. Wo es dann wirklich Probleme macht, wenn wir da ins Wasser fallen. So, da haben wir nochmal so ein Gesicht. So ein Gesicht, sage ich schon. So ein Herzchen.
Okay. Hammer machen wir auch mal kaputt. Alles klar. Das haut ja eigentlich soweit ganz gut hin. Oh, das war eher ein Problem, glaube ich. Nehmen wir das mal wieder weg. Genau, das brauchen wir ja nicht. Ich will ja hier eigentlich hauptsächlich diese gelben Gesichter sammeln und möglichst nicht sterben. In dem Testrun bin ich einige Male gestorben. Okay, also diese dicken Teile hier, die aktivieren gewisse Dinge in der Welt. Das ist schön. So, mal gucken. Lalalala. Okay, das haut gut hin. Oh, jetzt bin ich da durchgegangen. Verdammt, ihr habt das gesehen, oben waren noch ein paar. Die habe ich jetzt leider ja nicht geschafft, weil ich da durchgerusht bin. Schade. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit laufen. So, alles klar. Oma machen wir auch mal kaputt. So, wie machen wir das? Kommen wir da irgendwie hoch? Warten wir mal, bis er wieder geschossen hat. Ah ja, okay, wir können uns nicht ewig dran festhalten. Alles klar. Können wir den wegboxen? Alles klar, sehr schön. Da müssen wir rüber, oder? Also das Teil, da ist irgend so eine Linie zu dem Viech da hinten. Ihr seht das. So, machen wir das mal kaputt hier. Pam, pam, alles klar. Damit sollte jetzt eigentlich auf dieser Seite... Genau, das Teil ist jetzt quasi in unserer Dimension und wir können es kaputt machen. Da gibt es, glaube ich, ein paar Freunde von uns drin, oder? Pam! Oh, wir können auch so eine Stampfattacke. Sehr schön. Eins um Gesicht. Wunderbar. Optimal. Oh, das Level ist fertig, oder was? Ah, okay. Man kriegt ja mal ein Gesicht, wenn man ja quasi seine Freunde gerettet hat. Und nochmal zwei Gesichter, wenn man eben... Ja, ich denke mal zwei Drittel immer in jedem Level von diesen... Oh, 154 von 150 geschafft. Wunderbar. Und da Dance Rayman. Oh. Oh, shake that ass. Shake die Gliedmaßen, die du nicht hast, Rayman. Wunderbar. Ja, tatsächlich. Also, wenn es so weitergeht, schaffen wir die 100%. Das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich schön. Ja, wir haben drei von den Gesichtern bekommen. Ein paar müssen wir noch aufsammeln. Und wir haben unsere erste Goldmedaille bekommen. Ich weiß nicht, wozu die Goldmedaillen da sind. Wenn das jemand weiß, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich nämlich interessieren. In dem Spiel kann man, glaube ich, eh nicht allzu viel spoilern. Also, das ist straightforward, Level für Level. Freunde retten, Gesichter sammeln und, ja, was mit den Kristallen ist, weiß ich noch nicht. Aber wenn das mal gespoilert wird, ist das, glaube ich, auch gar nicht mal so das Problem. Ja, gehen wir mal in Level 2, Fulminante Fontäne. Bin ich mal gespannt, was hier dazu kommt. Ich denke mal, Rayman wird auch noch einige weitere Attacken lernen. So, hier hinten haben wir wieder so ein Hut. Diese faulen gelben Sportsfreunde sind lumps, vollgepackt mit Energie. Okay. Für jene, die ihre Energie einzusetzen wissen, können Lumps sehr erleuchtend sein. Diese glitzernden kleinen Dingerchen sind Schädelmünzen. Jede Schädelmünze hat den Wert von 25... Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Ich nenne diese einfach Gesichter. Jackpots, yeah, alles klar. Fange einen schlafenden... und stecke seine Untertanen in Brand, okay? Schnapp sie dir, während sie noch heiß sind. Zwei für einen, nur für kurze Zeit, okay? Ah, Lums, mehr Lums, Arzt. Okay, alles klar. Diese faulen gelben Sports... Alle, okay, Hammer. Kommen wir da hoch? Ja, tatsächlich. Also wir können noch so einen Walljump machen. Das erinnert hier irgendwie an Mario und so. Also irgendwie Jump'n'Runs haben alle irgendwas gemeinsam. Das ist der Wahnsinn. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können. Sehr schön. Okay. Da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hoch, oder? Doch, tatsächlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, das Herz da oben. Hätte ich wahrscheinlich ein bisschen schneller reagieren müssen. Das war doch eine schöne Musik. Hui, pam. Alles klar. Kommen wir da unten hin. Oh, da ist tatsächlich so eine Schädelmünze. Okay. Jetzt müssen wir da unten auf jeden Fall vorsichtig sein. Ah ja, das hat ja hingehauen. Wunderbar. Das Ding können wir kaputt machen und dann können wir da oben so Dinger sammeln. Okay, alles klar. 48 haben wir schon. Wenn wir wieder 100 brauchen, dann ist das... Jetzt habe ich Angst. Was muss ich denn hier machen? Muss ich das Auge kaputt machen? Hallo? Oh. Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Mäh. Alles klar, ziehen wir mal weiter. Ich will natürlich dieses Level noch schaffen.
So, mal gucken. Ja, das hat eigentlich gut hingehauen. Weiter. Oh, da muss ich ein bisschen schneller agieren, okay. Okay, das Teil können wir scheinbar nicht kaputt machen. Oh. Okay. Alles klar, wir haben tatsächlich alle bekommen. Ich würde gerne nochmal runter, um zu gucken, ob es hier unten noch irgendwas gibt. Oh, vor dem Teil muss ich mich, glaube ich, in Acht geben. Oh, oh, alles klar. Geht's hier nochmal weiter? Tatsächlich, ist das so ein Bonuslevel? Da bin ich jetzt gerade nicht hochgekommen. Okay. Omas kaputt machen, das mache ich natürlich gerne. Das ist eines meiner liebsten Hobbys. Wunderbar. Und da haben wir tatsächlich unsere Freunde gerettet. Machen wir wieder so eine Stampfattacke. Wie ging die? Ja, tatsächlich. Oh, in dem Level gibt es 6. Okay. Uiuiuiuiuiui. Da müssen wir tatsächlich die Augen offen halten, dass wir alle Secret Exits und sowas bekommen. Können wir was mit denen anstellen? Die sind ja süß. Oder sind die einfach happy, dass sie jetzt frei sind? Ich glaube, die sind tatsächlich happy, dass sie jetzt frei sind. Ja, dann ziehen wir einfach mal weiter. Können wir da oben noch irgendwas machen? Nee, wir können nach oben kicken, okay. Gut zu wissen. Okay, komme ich jetzt noch an das letzte? Ach Gott, ey. Warum komme ich eigentlich hier teilweise nicht nach links? Na, schade, das habe ich verpasst. Da unten würde ich gerne hin. Ohne zerquetscht zu werden. Oh. Das geht jetzt, glaube ich, nicht mehr, oder? Das ging, glaube ich, bevor ich diese schwarzen Dinger kaputt gemacht habe. Schade. Kann ich hier ein bisschen runterrutschen? Kann ich, tatsächlich. Alles klar. Kommen wir hier unten hin. Das würde mich mal interessieren. Tatsächlich. Aber ich glaube, hier unten gibt es nichts mehr, oder? Nee. Okay. Lass uns mal wieder hier hochschleudern und dann sammeln wir das Teil hier ein. Oh. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Okay, mal gucken. Komme ich da irgendwie ran? Okay, das war ein Fail. Das war ein Fail. Wie oft dürfen wir eigentlich sterben? Ach, Sinan, mach doch keinen Schmarrn. Okay, das hat hingehauen. 150. Holen wir uns mal das Zeug hier. Na, lass mich durch. Ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Hier unten war nichts mehr, gell? Nee, alles klar. Dann schauen wir mal. Okay. Ganz flott durch, Sinan. Okay, ich glaube, wir haben es sogar geschafft. 177, alles klar. Ui, diese Augen da links, die schauen mich echt böse an. Ziehen wir mal weiter. Bin echt mal gespannt, wie lange das Level hier noch geht. Also wenn man mal durchrusht, dann ist das ziemlich easy machbar, so wie es ausschaut. Okay, werden wir hier zerquetscht? Nee, okay. Bleiben wir mal hier. Alles klar. Um zu spurten. Das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, mein Lieber. Ja, das... Ach, Sinan. Ja, wir werden hier, denke ich, noch einige Male failen. Wir werden hier, denke ich, noch einige Male failen. Na, gehen wir hier mal... Kommen wir hier irgendwie hoch? Oh! Ein Secret Knochengesichtpunkt, oder wie das hieß. Hui, 209, alles klar. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig sein. Ich lasse mich hier sonst wirklich zerquetschen. Das wäre gar nicht geil. Okay, ein bisschen vorsichtig sein. Kommen wir hier hoch. Alles klar, da war tatsächlich noch so eine Münze. Eieiei, wir kriegen... Ja, was heißt, ich nenne die Dinger jetzt einfach Münze, weil die ausschauen wie Münzen. Okay. Gehen wir mal hier so hoch. Können wir noch weiter hoch? Ja, tatsächlich. Sammeln wir die mal ein. Ja, ich bin da noch ein bisschen schlecht dran, darin. Eieieiei. So, eins brauchen wir noch. Ah. Also das ist echt tricky hier. Das ist wirklich tricky. Machen wir das mal hier mit so einem Walljump. Ja, das haut besser hin. Kommen wir da vielleicht noch weiter hoch? Das würde mich ja mal interessieren. Ohne zu sterben natürlich. Ohne zu sterben.
Na, da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Alles klar, gehen wir mal weiter. Ja, ich mache jetzt hier mal keinen Cut. Ich mache jetzt hier mal... Oh, das Teil verpasse ich. Na, da waren wir jetzt tatsächlich zu langsam. Okay. Okay, Sinan, wie machen wir das? Wasserströme ausnutzen. Okay. Okay. Alles klar, und da rutschen wir runter. Da haben wir wieder so eine Münze. Ja! Lass mich hoch! Eieieiei. Wow, haben wir tatsächlich noch geschafft? Wie machen wir das? Ich muss da unten hin. Oioioioioi, okay. Also wir scheinen irgendwie unendlich Leben zu haben, so wie es ausschaut. Ach, Sinan. Na, das haut echt nicht hin. Wahnsinn. So, lassen wir uns hier mal hochtreiben. Alles klar. Dam, 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 da, 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 dam, 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 dam. Hallo, darf ich da vielleicht... Hallo, ich verpasse das hier unglaublich. Also irgendwie haut das hier teilweise echt nicht hin. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, wie lange dieses Level noch geht. Wir ziehen das jetzt hier einfach durch. Oh, wir haben es bekommen. Ich glaube es ja kaum. Okay, das haut hin. Wir dürfen irgendwie... Also, das ist hier ehrlich ein bisschen kompliziert, wenn ich das mal so sagen darf. Das möchte ich haben. Ah, und dann möchte ich hier natürlich nicht runterfallen. Ich möchte da oben nochmal auf die Plattform und dieses schwarze Viech hier kaputt machen. Alles klar, das gibt noch ein paar von diesen lustigen Dingern. Wie komme ich da hin? Ich komme da ums Verrecken nicht hin. Ich mag das Teil also aufsammeln. Das ist blöd, das ist blöd. Vielleicht sollte ich mich da auch nicht unbedingt dran aufhalten. Nee, ich schaff das nicht. Ich schaff das irgendwie nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und hier geht's dann morgen weiter. Ich werde jetzt direkt mal weiter aufnehmen, aber es geht ja einfach weiter im nächsten Part. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zugucken und bis morgen um 14 Uhr. Ciao.